Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe aus dem Gebiet der Analysis, die So ähnlich im Abi in Bayern 2021 im hilfsmittelfreien Teil gestellt wurde. Übrigens den Link für die Playlist zur Abi-Videoserie mit weit über 50 Abi-ähnlichen Aufgaben findest du hier unter dem i. Und außerdem gibt es hier auch einen Link zu einem PDF für ein Arbeitsblatt zum Download. Worum geht's? Die Abbildung zeigt den Graphen einer quadratischen Funktion f mit den Nullstellen x1 gleich minus 1 und x2 gleich 2. Betrachtet wird ferner die Funktion g von x gleich 1 durch f von x. G von x ist also die reziproke Funktion von f von x und ihren maximalen Definitionsbereich dg. In a sollen wir jetzt diesen maximalen Definitionsbereich von g bestimmen und außerdem den Funktionswert g von 0 angeben. Wie gehen wir da jetzt vor? Nun, die Funktion g von x ist ja die reziproke Funktion zu f von x und wir wissen ja, dass man nicht durch 0 teilen darf. Das heißt ja konkret, dass wenn die Funktion, die hier im Nenner steht, f von x, Nullstellen hat, dass diese Nullstellen aus dem Definitionsbereich unserer Funktion g herausgenommen werden müssen. Wir können erstmal schreiben, der Definitionsbereich von g ist doch die Menge der reellen Zahlen ohne die Nullstellen von f. Und die Nullstellen von f sind uns ja hier gegeben, nämlich minus 1 und 2. Und bei einer quadratischen Funktion, was f ja ist, kann es ja auch nicht mehr Nullstellen als zwei Nullstellen geben. Das heißt, wir kennen alle Nullstellen. Das heißt, die Funktion f wird für minus 1 und für 2 0 und dementsprechend für diese beiden x-Werte hier aus dem Definitionsbereich rausnehmen. So, das war der Definitionsbereich für g. Jetzt sollen wir den Funktionswert g von 0 angeben. Okay. Das heißt doch, wir setzen hier in diese Gleichung für x gleich 0 ein und dann ist g von 0 gleich 1 durch f von 0. F von 0 können wir jetzt hier aus unserer Abbildung ablesen. An der Stelle x gleich 0 hat unsere Funktion f den Funktionswert minus 2. Also setzen wir hier ein, 1 geteilt durch minus 2 und das ist natürlich minus 1/2. Also der Funktionswert g von 0 ist minus 1/2. Okay, damit kommen wir zur Aufgabe B. Ermittle grafisch mit Hilfe der Abbildung Näherungswerte für die x-Koordinaten der Schnittpunkte von f und g. Die x-Koordinaten der Schnittpunkte sind also die Schnittstellen unserer beiden Funktionen. Und da musst du dich natürlich daran erinnern, wie man Schnittstellen bestimmt. Das macht man ja dadurch, dass man die beiden Funktionen gleichsetzt. Wir setzen also f von x gleich g von x und haben damit sozusagen die Frage gepostet, für welche x-Werte haben beide Funktionen denselben y-Wert. Und da, wo beide Funktionen denselben x- und y-Wert haben, befinden sich natürlich die Schnittpunkte. Jetzt können wir natürlich für g von x, wie hier oben steht, 1 durch f von x einsetzen. Dann steht da ja f von x gleich 1 durch f von x. Und wenn wir jetzt die gesamte Gleichung mit f von x multiplizieren, dann steht da ja f von x mal f von x gleich 1, was wir ja auch als f von x in Klammern hoch 2 gleich 1 schreiben können. Und jetzt muss man ein bisschen überlegen, was das hier eigentlich bedeutet. Wir suchen solche x-Werte, wo der Funktionswert unserer Funktion f ins Quadrat genommen gleich 1 ergibt. Aber im Bereich der reellen Zahlen ist es ja nur möglich, als Produkt zweier Zahlen 1 zu erhalten, wenn man 1 mal 1 oder minus 1 mal minus 1 rechnet. Wir müssen uns also fragen und in dem Graphen hier nachschauen, wo hat unsere Funktion f Funktionswerte von entweder 1 oder minus 1? Und das ist doch einmal hier der Fall, bei dieser x-Stelle hier. Ich nenne die jetzt mal xa, um die von x1 hier zu unterscheiden. Dann wird unsere Funktion f an dieser Stelle minus 1, diese x-Stelle nenne ich mal xb. Dann hier bei xc wird f minus 1 und hier bei xd wird f 1.
also nochmal, dass das klar ist, an den x-Stellen, wo unsere Funktion 1 oder minus 1 wird, wird das Quadrat natürlich wieder 1, weil 1 mal 1 ist 1 und minus 1 mal minus 1 ist auch 1. Jetzt können wir als Kommentar schreiben, Lösungen dieser Gleichung sind x-Werte, für die gilt, dass f von x gleich 1 ist oder f von x gleich minus 1 ist. Das ist ja, was wir hier oben nachgeguckt haben. Jetzt können wir dann Näherungswerte bestimmen und dann ist xa ungefähr minus 1,3. Dann xb ist ungefähr minus 0,6. Dann xc ist ungefähr 1,6 und xd ist ungefähr, ja, 2,3. Okay, und damit hätten wir Aufgabe B erfüllt. Wir haben grafisch Näherungswerte für die x-Koordinaten der Schnittpunkte von f und g bestimmt, ohne natürlich selber den Graphen für g zeichnen zu müssen. Okay, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Wenn ja, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Und wie gesagt, es gibt hier einen Arbeitsblatt zum Ausdrucken. Und wenn du alle Videos suchst, zu denen es bereits Arbeitsblätter zum Ausdrucken gibt, dann gib in die YouTube-Suche #m13 Skript ein. Und dann wirst du mittlerweile über 100 Videos finden. Und die haben alle einen Link zu dem PDF, wo man sich das Arbeitsblatt runterladen kann. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite mathe-auch-13.de und Instagram. Und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao.